In diesem Video erfährst du, wie du mehr Konzentration bei deinem Kind bei der Hausaufgabe bekommst. Hallo, hier ist Silo von Body Brain Activity und wir haben heute drei coole, einfache Tipps, die du ganz schnell umsetzen kannst, damit die Konzentrationsfähigkeit bei der Hausaufgabe ja wieder gegeben ist. Wir kennen das ja, Hausaufgabe und Kinder und Gleichmachen, das ist immer eine spannende Herausforderung, aber mit den Tipps, die wir dir jetzt geben, kannst du dem entgegenwirken und das ist super spannend und sehr ja, unterhaltsam. Tipp Nummer 1, alle 20 Minuten eine Pause machen. Das heißt, wenn das Kind anfängt, die Hausaufgabe zu machen, macht es nach 20 Minuten eine Pause. Warum? Ganz einfach, weil nach 20 Minuten Neurotransmitter gegen Null fahren. Das sind Botenstoffe in unserem System, die brauchen wir, damit wir aufnahmefähig oder konzentrierter sind. Die fahren aber blöderweise nach 20 Minuten gegen Null, weil die Natur das so angelegt hat. Die kriegen wir aber ganz schnell wieder wach, gerüttelt, indem wir eine kurze Pause machen. Kurz mit dem Kind aufstehen, Körper abklopfen für 60, 70 Sekunden reicht völlig aus oder die Hände oder die Beine ausschütteln, so als wären die nass, ganz wild machen, ausschütteln oder das Gesicht so abklopfen für 60 Sekunden reicht völlig aus, weil dadurch durch das Bewegen wird das motorische Nervensystem involviert und die Neurotransmitter fahren wieder hoch und wir sind wieder aufnahmefähiger. Dann 20 Minuten lernen, dann wieder Pause, dann 20 Minuten lerne, dann wieder so eine Pause, wie ich das gerade gezeigt habe. Eine super einfache Übung, funktioniert wirklich hervorragend. Tipp Nummer 2, offener und weiter Blick mit dem Kind üben. Warum ist der offene, weite Blick so wichtig? Der Gegenspieler dazu ist der Tunnelblick. Also wir haben einen Blick, so kriegen wir es in der Schule beigebracht, so das Lesen lernen, dieses mit dem Finger sogar noch, dieses Autobahn. Da wird fokussiert auf einen Buchstaben. Das ist nicht wirklich hilfreich, weil Tunnelblick bedeutet fürs Gehirn Stress. Stress ist schlecht, weil dann die Verbindungen zugehen und wir nicht mehr so leistungsfähig sind. Der Gegenspieler vom Tunnelblick ist der offene und weite Blick. So, ich schaue jetzt gerade in die Kamera. Trotzdem kann ich drumherum alles oder könnte ich alles beschreiben. Ich sehe links und rechts meine Hände. Ja, ich sehe die Lichter. All das könnte ich, sehe ich, obwohl ich nur in die Kamera schaue. Und damit ist der offene und weite Blick gemeint. Und den können wir üben und trainieren. Wie machst du das? Wenn das Kind mit der Hausaufgabe anfängt, das soll sein Hausaufgabenbuch oder Heft hinlegen, auf das fokussieren und dann den Blick aufmachen. Da hingucken, aber drumherum jetzt alles beschreiben, wenn es da sitzt. Ja, ich sehe meine Oberschenkel, das ist die Mama, Papa, die nervige Schwester, Katze, Hund, alles, was es halt so sieht, kurz beschreiben. Für eine Minute, dann soll das Kind die Hausaufgaben machen und beim Ende der Hausaufgabe das Gleiche wieder. Kurz innehalten. Bevor das Buch geschlossen wird, nochmal kurz draufschauen, alles drumherum beschreiben für 60, 70 Sekunden und fertig. Und somit kann man trainieren, den offenen Blick, den Blick wieder zu öffnen und das Gehirn kann wieder auf einen normalen Modus, auf einen stressfreien Modus zurückfahren und die Konzentrationsfähigkeit wird dadurch gefördert. Tipp Nummer 3 ist eine super einfache, wir nennen sie immer die Lippenmassageübung. Wir holen die zwei kleinen Finger, der eine kommt an die Oberlippe, der andere an die Unterlippe und die massieren wir. Das kommt aus der chinesischen Akupunkturlehre. Das heißt nämlich, sind hier zwei wichtige Bahnen, das ist die Gouverneursbahne und die Konzeptionslinie. Und durch das Massieren geben wir diesen Bahnen, diesen Energiebahnen die Möglichkeit, wieder zu kommunizieren, dass die Energie besser fließt. Ne? Und warum linke die kleinen Pinkies, die kleinen Finger? Weil da der Herz und die Nierenmeridiane abgebildet werden und das ist sehr effektiv. Kurz massieren, 20, 30 Sekunden, können wir noch wechseln. Ganz leicht massieren. Das war's auch schon. Super einfache Übung. Also nochmal, Tipp 1, alle 20 Minuten Pause. Tipp Nummer 2, offener weiter Blick üben. Tipp Nummer 3, Lippenmassage. Wenn dir das Video gefallen hat, dann einfach unseren Kanal abonnieren und willst du mehr erfahren, einfach auf unserer Webseite vorbeischauen. Den Link findest du unterhalb von dem Video.